Region schimmert das Wissen über die mächtige Hexe Alexander. In grauer Vorzeit gab es hier ein florierendes, doch verbrecherisches Reich. Es soll in nur einer Nacht von einer gigantischen mechanischen Konstruktion ausgelöscht worden sein. Diese wurde Alexander genannt. Schön, euch zu sehen, Tifa und Cloud. Einmal im Jahr kommen wir hierher, um die Sonne und das Meer zu genießen. Nichts geht über ein Training unter freiem Himmel. Wie sieht's aus? Willst du mitmachen? Gern. Ich hatte schon längere Zeit Lust, mal wieder zu trainieren. Du bist immer herzlich eingeladen, dich uns anzuschließen.
Lass deine Muskeln nach Lust und Laune spielen. Wirklich? Das Angebot nehme ich gern an. Übrigens, Cloud, weißt du eigentlich, worauf es beim Krafttraining besonders ankommt? Korrekt. Wer seinen Körper modellieren will, braucht dafür ordentlich Knetmasse. Erst schwitzen, dann spachteln und wieder von vorn, lautet das Motto auf dem Weg zu einem perfekten Body. Gut, kommen wir zur Sache. Ich habe ja erwähnt, dass wir deine Hilfe brauchen. Hier in der Nähe lungern ständig Ungeheuer herum. Könntest du dich um die kümmern? Wenn's sein muss, kein Problem. Danke. Ein sicheres Umfeld, in dem man sich voll und ganz seiner Muskelpflege widmen kann, ist fürs Training nämlich existenziell. Scheinst dich drauf zu freuen? Klar doch. Etwas Bewegung kommt mir gerade recht. Hast dich seit damals echt verändert. Dann kanntest du mich aber schlecht. Nur kein Über. Bin mal so frei. Nichts überstürzt. Überlegt, welches Menü nach einem Krafttraining das beste ist. Hast du dir auch die ganzen Menüs im siebten Himmel ausgedacht? Die Hälfte hatte ich vom Vorbesitzer übernommen. Der Rest war von mir. Ich hätte gern mehr bei dir gegessen. Und ich hätte gern mehr für dich gekocht. Das war's! Auf Nummer. Ich zähle auf dich. Na gut, sei gut. Nimm das. Der Blitz soll dich treffen. Jetzt sind Schlüssel. Kannst du dich auf was gebracht? Yeah!
Soldat wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ich war früher ziemlich wählerisch. Hätte ich nicht gedacht. Doch, doch, aber ich... Nicht mehr. In den Slums kann man sich das nicht leisten. Wie sieht's mit Krabbenfleisch aus? Nicht wirklich. Bin auch kein Fan. Yes! Wird erledigt! Der Blick soll dich treffen! Was? Nimm das! Lass dich so frei! Das war knapp! Du fiese Flöte, Butter! Übernimm du. Oh, bin den Kopf. Lieb von dir. Bin ich jetzt drin? Oh. Kack. Los geht's. Der ist für dich. Flieg. Los geht's. Ist ja gleich vorbei. Jetzt bist du dran. Kraft. Genug. Was habt ihr bei Soldat eigentlich so aufgetischt bekommen? Vor allem Sachen mit hohem Nährwert. An den Geschmack. Will ich lieber nicht erinnert werden. Du solltest dein Gesicht sehen. Tja, Tifa. Was denn? Wir wurden als Kinder mit dem Essen in Nibelheim ganz schön verwöhnt. Das stimmt. Bei uns gab's nicht nur frische Zutaten. Hit!
zähl auf dich. Wird erledigt! Cloud, Tifa, da seid ihr ja wieder. Habt gehört, ihr habt euch um die Ungeheuer gekümmert? Vielen Dank. Jetzt können wir uns wieder voll und ganz aufs Training konzentrieren. Sag nicht, dass du die legendäre Tifa bist, die die Jungs hier bei den Klimmzügen knallhart abserviert hat. Also bitte! Ist doch Schnee von gestern. Aber es stimmt doch, oder? Also bist du es wirklich? Du bist ein Riesenvorbild für mich. Wegen dir habe ich überhaupt erst mit Krafttraining angefangen. Ach so? Und nicht nur ich. Schau doch, sie alle haben sich wegen dir hier angemeldet. Amina hat recht. Dank dir haben sich auf einmal wahnsinnig viele Frauen bei uns angemeldet. Dafür sind wir dir echt dankbar. Aber ich hab doch eigentlich gar nichts. Bloß keine falsche Bescheidenheit. Du bist der absolute Hammer. Ich möchte dich zu einer Runde Sit-Ups herausfordern. Tja, also... Sie hat lange darauf hingearbeitet, um sich eines Tages mit dir messen zu können. Tu ihr doch bitte den Gefallen. Vielleicht kann ich dich ja hiermit ködern. Falls du gegen Amina gewinnst, gibt's noch einen kleinen Extra-Bonus. Na, was sagst du? Bin ich aufgeregt. Perfekt. Ja, weiter so. Steigen.
alles in den Schatten. Hinreißen! Echter Wahnsinn! Kann mich gar nicht satt sehen. Du sahst mal frischer aus. Diese Energie. Das wird ein Riesenspaß. Ihr seid beide unglaublich. Vorbildlich. Geballte Muskelpower. Traumhaft. Heiliger Waschbrettbauch. Muskelkater ist hier wohl ein Fremdwort. Echter Wahnsinn. Kann ich gar nicht satt sehen. Ihr geht ein prächtiges Bild an. Geballte Muskelpower. Vorbildlich. Ja. Das stellt alles in den Schatten. Perfekt. Ja, weiter so. Diese Energie. Du bist einfach unschlagbar. Du hast es mir aber nicht leicht gemacht. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich dich bewundere. Und nicht nur ich. Muskelkraft und Armut werden einem nicht in die Wiege gelegt. Du hast sie dir hart erarbeitet. Und wir alle werden dir nacheifern. Ich finde ja nicht, dass... Danke, das ist ein schönes Kompliment. Du, Tifa, sag mal... Also, dürfte ich dich vielleicht bitten, mein Coach zu werden? Hä? Ich? Aber... Du würdest uns einen großen Gefallen tun. Vielleicht hast du ja ab und zu Zeit, um vorbeizukommen, um mit Amina zu trainieren. Was meinst du? Spricht was dagegen? Vielleicht kann ich dir ja wirklich den einen oder anderen Kniff zeigen. Danke, Tifa! Ich als Coach? Könnte lustig werden. Wunderbar. Und hier ist eure Belohnung. Hab wie versprochen noch etwas draufgelegt. Ehrensache. Ihr seid jederzeit herzlich eingeladen, hier mit uns zu trainieren, okay? Proteine! Nichts geht über einen Proteinshake! Lass dich locker! Du schaffst das! Meine Muckis haben Überstunden geschoben! Wirst schon sehen! Na los, dann zeig mal, was du kannst. Nicht hetzen. Hinreißen. Einfach perfekt. Das stellt alles in den Schatten. Ha! Ha! Ha!
Ihr seid beide unglaublich. Gegen mich stinkst du ab! Das Wichtigste. So muss es sein! Geballte Muskelpower! Hinreißen! Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort! Der Wahnsinn! Das stellt alles in den Schatten! Perfekt! Diese Energie! Perfekt synchronisiert! Na los! Dann zeig mal, was du kannst! Kann mich gar nicht satt sehen. Geballte Muskelpower! So muss es sein! Traumhaft! Diese Energie! Alles in den Schatten. Komm schon! Nur meine Muskeln beben vor Freude. Ha! Heute bin ich in Topform. Gegen mich stinkst du ab. Hinreißend. So muss es sein. Oh, willst du schon aufgeben? Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Der Wahnsinn. Unglaublich. Das stellt alles in den Schatten. So muss es sein. Kann mich gar nicht satt sehen. Los, da geht doch sicher noch mehr. Einen Proteinshake auf diesen...
Meine Muckis haben Überstunden geschoben. Wirst schon sehen. Na los, dann zeig mal, was du kannst. Diese Energie. Hinreißend. Einfach perfekt. Geballte Muskelpower. Hau ordentlich rein. Ihr seid beide unglaublich. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Traumhaft. Herrlich, wie der Schweiß glitzert. Gegen mich stinkst du ab! So muss es sein! Perfekt! Das stellt alles in den Schatten! Einfach perfekt! Der Wahnsinn! Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Ich erkenne deine Grenzen. Na los, dann zeig mal, was du kannst. Mich gar nicht satt sehen. Diese Energie. Einfach perfekt. Geballte Muskelpower. Ihr seid beide unglaublich. Ein Duell vom Allerfeinsten. Diese Energie. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Hinreißen. Gegen mich stinkst du ab. Na los, dann zeig mal, was du kannst. Kann mich gar nicht satt sehen. Das stellt alles in den Schatten. Traumhaft. So muss es sein. Hinreißend. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Einfach perfekt. Kann mich gar nicht satt sehen. Diese Energie. Du hast es drauf.
gegen mich stinkst du ab! So muss es sein! Geballte Muskelpower! Ihr seid beide unglaublich! Diese Muskelberge, der absolute Hammer! Diese Energie! Der Wahnsinn! Perfekt! Das stellt alles in den Schatten! Hinreißen! Na los, dann zeig mal, was du kannst. Ihr seid beide unglaublich. Muskelkater ist dir kein Fremdwort. Kann mich gar nicht sehen. So muss es sein. Ihr seid beide unglaublich. Diese Energie. Gegen mich stinkst du ab. Das stellt alles in den Schatten. Na los, dann zeig mal, was du kannst. Mich gar nicht satt sehen. Muskelkater ist hier wohl ein Fremdwort. Hinreißend. So muss es sein. Perfekt. Hau ordentlich rein. Geballte Muskelpower. Ihr seid beide unglaublich. Diese Energie. Oh, wie kann das sein? Es geht eventuell noch etwas besser. Dafür werde ich jetzt umso intensiver trainieren. Hab voll Lust, Muskeln zu zeigen. Dann bringen wir mal etwas Stimmung in die Bude. Vorbildlich! Der Wahnsinn! Heiliger Waschbau! Du hast es drauf! Das Training geschwänzt!
Du musst den Rhythmus fühlen. Kann mich gar nicht satt sehen. Echter Wahnsinn! Dann bringen wir mal etwas Stimmung in die Bude. So muss es sein. Perfekt. Ja, weiter so. Einfach perfekt. Wer wohl das Rennen macht? Du musst den Rhythmus fühlen. Ihr seid beide unglaublich. Der Wahnsinn! Ja. Das Wichtigste ist... Dann bringen wir mal etwas Stimmung in die Bude. So muss es sein. Traumhaft. Heiliger Waschbrett. Komm schon. Ja, weiter so! Hinreißen! Vorbildlich! Der Wahnsinn! Genieße! Du musst den Rhythmus fühlen! Dann bringen wir mal etwas Stimmung in die Bude. Ja, weiter so! So muss es sein! Kann mich gar nicht satt sehen. Vorbildlich. Einfach perfekt. Was ist los? Hinreißen. Der Wahnsinn. Ja. Du musst den Rhythmus fühlen. Heiliger Waschbrett. Dann bringen wir mal etwas Stimmung in die Bude. Perfekt!
Ihr seid beide unglaublich. Sehr gut. Ran an den Speck. Du musst den Rhythmus fühlen. Dann bringen wir mal etwas Stimmung in die Bude. So muss es sein. Hinreißen. Echter Wahnsinn. Einfach perfekt. Kann mich gar nicht satt sehen. Wohl doch nicht so gut, wie alle sagen. Der Wahnsinn! Du musst den Rhythmus fühlen. Heiliger Wasch! Perfekt! So muss es sein! Einfach perfekt! Traumhaft! Vorbildlich! So muss es sein! Dann bringen wir mal etwas Stimmung in die Bude. Hinreißend! Lausche den Rhythmus deiner Muskeln. Echter Wahnsinn! Du musst den Rhythmus fühlen! Ich kann nicht satt sehen. Vorbildlich. Perfekt. Einfach perfekt. Ihr seid beide unglaublich. Heiliger Waschbrettbauch. Was ist los? Dann bringen wir mal etwas Stimmung in die Bude. So muss es sein. Perfekt. Ja, weiter so. Hinreißen! Du musst den Rhythmus fühlen! Heiliger Waschbrett! Der Wahnsinn! Kann mich gar nicht satt sehen! So muss es sein! Echter Wahnsinn! Einfach perfekt! Traumhaft! Dann bringen wir mal etwas Stimmung in die Bude!
gar nicht satt sehen. Du musst den Rhythmus fühlen. So muss es sein. Hinreißend. Ja, weiter so. Einfach perfekt. Perfekt. Dann bringen wir mal etwas Stimmung in die Bude. So muss es sein. Heiliger Waschbrettbau. Der Wahnsinn. Ihr seid beide unglaublich. Hau ab und rein. Einfach perfekt! Du musst den Rhythmus fühlen! Etwas Stimmung in die Bude. Heiliger Waschbrettbau. Ihr seid beide unglaublich. Einfach perfekt. Echter Wahnsinn. Hinreißend. Den Rhythmus fühlen. So muss es sein. Ja, weiter so. Einfach perfekt. Perfekt. Du hast es drauf. Vorbildlich! Hinreißen! Der Wahnsinn! Heiliger Waschbrettbau! Dann bringen wir mal etwas Stimmung in die Bude. Kann mich gar nicht satt sehen. So muss es sein.
Du musst den Rhythmus fühlen. Echter Wahnsinn! Einfach perfekt! Ihr seid beide unglaublich. Vorbildlich! Der Wahnsinn! Hinreißend! Ja, weiter so! So muss es sein! Einfach perfekt! Heiliger Waschbrettbau! Kann mich gar nicht satt sehen! Der Wahnsinn! Echt der Wahnsinn! Unglaublich, diese Kraft! So muss es sein! Was? Ich fass es nicht! Das erste nicht schlecht. Exzellent! Ganz und gar erstaunlich! Lass uns die Muskeln sehen lassen. Hab einfach Spaß an der Sache. Sagen. Vergiss nicht zu lächeln. Das Wichtigste ist. Geballte Muskelpower. Ja, weiter so. Hab einfach Spaß an der Sache. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Heiliger Waschbrett. Der Wahnsinn. Das stellt alles in den Schatten. So muss es sein. Vorbildlich. Einfach perfekt. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Perfekt synchronisiert. Du sah mal frischer aus. Vergiss nicht zu lächeln. Einfach Spaß an der Sache.
endlich! So muss es sein! Echt der Wahnsinn! Vergiss nicht zu lächeln! Ich hab mir einen Muskel verkrampft! Muskelkater ist hier wohl ein Fremdwort! Ja, weiter so! Einfach perfekt! Diese Energie! Heiliger Waffenbau! So muss es sein! Geweihte Muskelpower! Hab einfach Spaß an der Sache. Ja, weiter so! Der Wahnsinn! Vorbildlich! Muskelkater ist hier wohl ein Fremdwort. Ich kann die Muskeln förmlich jubeln hören. Vergiss nicht zu lächeln. Hab einfach Spaß an der Sache. Vergiss nicht zu lächeln. Einfach perfekt. Geballte Muskelpower. Heiliger Waschbrettbauch. Du hast es drauf. Muskelkater ist hier wohl ein Fremdwort. So muss es sein. Vorbildlich. Diese Muskeldage, der absolute Hammer. Einfach perfekt. Geweihte Muskelpower. So muss es sein. Der Wahnsinn! Diese Energie! Der Wahnsinn! Ja, weiter so! Jetzt aber! Hab einfach Spaß an der Sache. Willst du schon aufgeben? Vergiss nicht zu lächeln. Das stellt alles in den Schatten. So muss es sein. Vorbildlich. Hab einfach Spaß an der Sache. Perfekt! Diese Energie!
Power. Was ist los? Vergiss nicht zu lächeln. Heiliger Waschbrettbauch! Der Wahnsinn! Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Hab einfach Spaß an der Sache. So muss es sein. Du sahst mal frischer aus. Das stellt alles in den Schatten. Echter Wahnsinn. Einfach perfekt. Vergiss nicht zu lächeln. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Ja, weiter so. Der Wahnsinn. Geballte Muskelpower. Heiliger Waschbrettbauch. Diese Energie. Hau ordentlich rein. Einfach perfekt. Vorbildlich. So muss es sein. Muskelkater ist hier wohl ein Fremdwort. Ja, weiter so. Du packst das. Hab einfach Spaß an der Sache. Glaub mir, ich hab noch nie ein Training gemacht. Ich hab mir einen Muskel verkratzt. Der Ball! Vergiss nicht zu lächeln. Echter Wahnsinn! Hab einfach Spaß an der Sache. So muss es sein. Das stellt alles in den Schatten. Wohl doch nicht so gut, wie alle sagen. Heiliger Waschbrettbauch. Einfach perfekt. Vergiss nicht zu lächeln. Das Wichtigste ist... Diese Energie. Ja, weiter so. Der Wahnsinn. Geballte Muskelpower. Echter Wahnsinn. Wer wohl das Rennen macht? Muskelkater ist nur ein Fremdwort.
geballte Muskelpower. Ja, weiter so. Diese Energie. Hab einfach Spaß an der Sache. Der Wahnsinn! Das stellt alles in den Schatten. Heiliger Waschbrettbau! Vergiss nicht zu lächeln. Diese Energie. Einfach perfekt. Vorbildlich. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Echter Wahnsinn. So muss es sein. Geballte Muskelpower! Ja, weiter so! Der Wahnsinn! Das stellt alles in den Schatten! So muss es sein! Heiliger Waschbrettbau! Diese Energie. Einfach perfekt. Hab einfach Spaß an der Sache. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Vorbildlich. Diese Energie. So muss es sein. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Ja, weiter so. Einfach perfekt. Geballte Muskelpower. Vergiss nicht zu lächeln. Einfach perfekt! Geballte Muskelpower! Vorbildlich! Hab einfach Spaß an der Sache. In den Schatten. Ich habe noch nie ein Training. Vergiss nicht zu lächeln. So muss es sein. Heiliger Waschbrettbau. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Vorbildlich! Der Wahnsinn! Geballte Muskelpower! Ja, weiter so! Hab einfach Spaß an der Sache!
Das Wichtigste ist, dass du dran bleibst. Ich habe noch nie ein Training gemacht. Einfach perfekt! Das stellt alles in den Schatten. Vergiss nicht zu lächeln. Heiliger Waschbär! Das stellt alles in den Schatten. Ja, weiter so! Das Wichtigste ist, dass du. Hab einfach Spaß an der Sache. Einfach perfekt! Muskelkater ist hier wohl ein Fremdwort. Vorbildlich! Der Wahnsinn! Diese Energie! So muss es sein! Heiliger Waschbrettbauch! Das stellt alles in den Schatten! Einfach perfekt! Du sahst mal frischer aus. Training geschwänzt. Vergiss nicht zu lächeln. Echter Wahnsinn. Geballte Muskelpower. So muss es sein. Vorbildlich. Diese Energie. Der Wahnsinn. Muskelkater ist hier wohl ein Fremdwort. Heiliger Waschbrettbauch. Das stellt alles in den Schatten. Einfach perfekt. Ja, weiter so. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. So muss es sein. Echter Wahnsinn. Diese Energie. Einfach perfekt. Hab einfach Spaß an der Sache. Vorbildlich! Geballte Muskelpower! Komm schon! Diese Energie. So muss es sein. Ja, weiter so. Das stellt alles in den Schatten. Vorbildlich. Oh, willst du schon aufgeben? Perfekt!
ist dir wohl ein Fremdwort. Echter Wahnsinn! Diese Energie! So muss es sein! Was ist los? Geballte Muskelpower! War ein gutes Training. Danke. Fett verbrenne! Muskelfaser behalte! Grenzen zerfärfte! Milchsäurequelle! Sauerstoff im Auge! Die ultimative Erholung! Oh, na, was meinst du? Seht schon. Damit sollten wir alles haben, oder? Tschüss!
Hast du das Zeug gefunden? Wow! Du hast tatsächlich alles wiedergefunden, wie es aussieht. Damit werden wir zaubern. Unser Bruder ist und bleibt halt was ganz Besonderes. Also gut, wir bringen den Krempel dann schon mal zum Strandhotel, ja? Das wäre dann hier alles, oder? Also, da ist noch ein Trupp von uns ausgezogen, um Ersatzteile für den kaputten Boiler zu finden. Was? Es gibt noch mehr von euch? Wäre toll, wenn ihr denen auch helfen könntet. Die sind zu der alten Fabrik aus Republikzeiten gegangen, wenn ich mich nicht täusche. Echt nett von euch, Leute. Johnny hat mich gebeten, euch zu helfen. Johnny? Meint er damit etwa dich? Ich war das nicht. Dann etwa mich? Unsinn, als wärst du jemand so vorausschauend. Hä? Was soll das denn heißen? Zum Totlachen. Ihr solltet damit auftreten, Jungs. Ich wette, ihr könntet ganz groß rauskommen. Stimmt's? Wie sieht's aus? Wir sollten ein Ersatzteil für die Reparatur des Boilers auftreiben. Aber das wird wohl nicht mehr hergestellt. Also haben wir beschlossen, selbst eins zu bauen. Und deshalb suchen wir jetzt einen Synthesechip. Hattet ihr Erfolg? Wenn wir doch bloß einen Chocobo hätten. Überlass das mir. Yippie! Wir suchen nach einer Bauanleitung für ein Boilerventil. Wenn ihr den Chip gefunden habt, könnt ihr euch eigentlich auch gleich direkt ans Werk machen. Hey, davon war ursprünglich aber nicht die Rede. Ihr seid echt dufte. Oh, fantastisch, Bruder. Damit können wir den Boiler reparieren. Jetzt gehören die Eisduschen der Vergangenheit an. Dann können wir ja jetzt Johnny Bescheid geben, dass wir alle von ihm gefunden haben. Also, was das betrifft, einer wäre da noch. Was? Noch ein Johnny? Er hat sich in den Kopf gesetzt, im Hotel die Krone eines Tomberry-Königs als Trophäe auszustellen. Wollte einen in der Wüste jagen gehen. Ich hoffe, er ist da nicht vertrocknet. Bruder, könntest du nicht nach ihm sehen? Schön. Bist der Größte! Okay, wir kümmern uns dann mal um den Boiler. Viel Glück bei der Suche, Leute. Bruder, was machst du denn hier? Das möchte ich dich fragen. Weißt du, ich wollte quasi zur Krönung der Renovierung
das Hotel mit der Krone eines Tomberry-Königs schmücken. Aber ich komme nicht in die Wüste. Der Tomberry-König soll hier angeblich sein Revier haben. Aber da komme ich niemals zu Fuß durch. Du bist nicht zufällig gerade auf dem Weg in die Wüste, oder, Bruder? Falls ja, könntest du dann vielleicht so eine Krone für mich stibitzen? Möglichst ohne Kratzer und so, natürlich. Okay, wir kümmern uns drum. Erstmal müssen wir einen Weg finden, die Wüste überhaupt zu betreten. Sieht schwierig aus im Moment, oder? Oh, Mensch, Bruder, du bist echt unschlagbar. Dann reißt euch die Krone mal schnell unter den Nagel. Ich warte hier so lang, wie es sein muss. Also beeilt euch, sonst vertrockne ich nämlich. Thank you.
müssen wohl zu Fuß hoch. Schaffen wir das denn auch? Mit links und 40 Grad Fieber. Konzentrier dich einfach auf die Aussicht. Gibt doch nichts zu sehen. Hm? Es sei denn, du meinst das Schrottding von Reaktor. Ah, stimmt. Du kennst dich hier ja gut aus, Barrett. Los, gehen wir. Sag mal, wusstest du, dass Materia kristallisiertes Makko sind? Klar. Das heißt, wenn es oben einen Reaktor gibt, gibt's auch Materia. Na dann, hol dann voraus! Juffi, wir sind jetzt ein Team. Also benimm dich aus, keine Alleingänge. Hä? Darf ich jetzt etwas machen? Das ist eine Art. Wie hältst du es nur mit so einem Idioten aus? Naja, er hat mehr gute als schlechte Seiten. Du meinst 49% Idiot, aber 51% netter Kerl? Ein paar Prozent mehr netter Kerl. 54, 55? Mehr? Weniger? So ungefähr? Du auch noch. Ich glaube, Aris braucht eine Pause. Entschuldigt, meine Beine sind schon ganz schwer. Machen wir eine Pause. Aber wenn wir trödeln, dann schnappt sich die Materia. Ich meine, entkommen uns die Umhangtypen noch. Ich habe eine Idee. Ich gehe vor und kundschafte schon mal die Gegend für uns aus. Ihr kommt einfach irgendwann nach. Dann bis nachher. Wusch! Das letzte Vulkaner kommt gar nicht in die Tüte. Ich gehe den beiden lieber nach. Barrett ist nicht ganz er selbst. Und ich mache mir Sorgen. Mach das. Wir warten oben auf euch. Lasst euch Zeit. Danke. Werden wir.
Das war's. Los!
Mission nicht weiter. Das war's dann. Keine Kopf!
Falsches! Hab ich gewartet! Das war's dann!
Thank you.
Aeris. Wie sieht's aus? Viel besser. Ich fühle mich so seltsam leicht. Als würde mich jemand von hinten schieben. Du bist eins mit dem Berg geworden. Ist sie das? Wirklich? Hallo! Wir sind jetzt eins! Erzähl ihr doch nicht solch einen Blödsinn. Ich übernehme die volle Verantwortung. Zur Not kann ich sie den Rest des Weges tragen. Echo! Zu grüßen.
Früher wusste man sich auf dem Berg noch zu benehmen. Ist doch wohl nicht zu viel verlangt, mal zu grüßen. Von denen bekommt den Mund auf und grüßt vernünftig. Viele von denen waren schwarz gekleidet und sahen mir recht kränklich aus. Aber auf Nachfrage bekam ich nur Schweigen als Antwort. Unerhört, was man sich heutzutage auf dem Berg bieten lassen muss.
Keine große Sache. Seid ihr uns etwa gefolgt? Was? So ein Blödsinn. Die Schwarzkutten hatten sich in Junon verlaufen. Wir haben sie eingesammelt. Aber dann sind sie durchgedreht. Also setzen wir sie hier ab. Hab absolut keine Ahnung, was auf einmal Indy gefahren ist. Egal. Wird nicht dafür bezahlt, darüber nachzudenken. Also, verschwindet ihr? Du meinst Brute und mich? Klar? Wir haben gerne noch länger geblieben. Aber wir haben viel zu tun. Deshalb müsst ihr euch heute mit dem da begnügen. Schön, euch gekannt zu haben.
von deinem... Wir benennen dich nicht. Nicht. Und Schuss! Auf Nummer 6. Das war's! Ja!
Ich zähle auf dich. Komm schon! Die wird man wohl niemals los. Echt? Beeilung. Die anderen warten auf uns. Nun gut. Kommen wir zum Projekt Magnus Materia. In all unseren Reaktoren waren zeitgleich ungewöhnliche Ausschläge des Energieniveaus zu verzeichnen. Nach der Analyse der uns vorliegenden Daten schlussfolgern wir, dass diese Störung auf die Existenz einer gigantischen Lebensform zurückzuführen ist. Oh, das ist doch eine meiner geliebten Arma. So sieht es aus. Die Aufzeichnungen bestätigen es. Diese Wesen treten wohl in Erscheinung, wenn dem Planeten Gefahr droht. In jeder Arma steckt eine gewaltige Materia. Oder sollte man sagen, dass sie aus dieser Materia geboren wurden? Ich sehne mich nach ihnen, seit ich von ihrer Existenz erfuhr. In ihnen schlummert das Geheimnis allen Lebens. Ah, allein die Vorstellung, sie mit meinen eigenen Händen auseinanderzunehmen. Bis ins kleinste Detail will ich sie beleuchten. Was ist? Mein Ziel ist die Sicherstellung einer Magnus Materia. Haben wir es, die Arma? Geht auch Ihr Traum in Erfüllung, Professor? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Was soll uns die Suche nach der Magnus Materia bringen? Wir sind kurz davor, sie künstlich zu reproduzieren. Das ist mir sehr wohl bewusst. Wir wollen aber auch versuchen, sie in ihrer natürlichen Form zu extrahieren. Und dann sollen wir das Ding wohl in die Lobby hängen, was? Die Materia interessiert mich überhaupt nicht. Aber die Überreste der Arma nehme ich gerne. Kommen Sie, Direktor. Keine weiteren Spielchen. Wutai ist hinter ihr her. Aber warum haben Sie uns das denn nicht gleich gesagt? Heidegger, ich brauche Truppen. Nur das Beste für Sie. Wenn Sie erlauben. Was ist? Es gibt da eine Frage, die mir Ihr Vater nie beantwortet hat. Dürfte ich sie Ihnen vielleicht stellen? Die Zerstörung der Reaktoren, sowie von Sektor 7, für die wir Avalanche die Schuld in die Schuhe schoben. Laut Ihrem Vater war dies alles notwendig für das Projekt Neo Midgar.
Aber weder haben wir das verheißene Land gefunden, noch konnten wir irgendwie beweisen, dass es über... Mein Vater war alt und wurde ungeduldig. Anders kann ich mir sein Handeln auch nicht erklären. Jetzt bin ich dran. Es gibt da nämlich etwas, das ich schon die ganze Zeit fragen wollte. Wieso hat niemand versucht, meinen Vater aufzuhalten? Ich plane, den Konzern zu reformieren. Shinra wird stehen für Macht, Härte, Fortschritt und Erfolg. Und ich habe große Erwartungen an die Leute, die meinen Vater unterstützten. Nun zeigt mir die gleiche bedingungslose Loyalität wie ihm. Ja? Mach bitte auf!